Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute dreht es sich um meine 5 Geschenkideen-Tipps zum ersten Geburtstag. Denn Arian hat in nicht mal ganz einem Monat schon seinen ersten Geburtstag. Und allein schon, wenn ich dran denke, kann ich sentimental werden und kann direkt losheulen. Ich bin absolut noch nicht bereit dafür. Aber nichtsdestotrotz, das Leben ist halt nun mal so. Die Kleinen werden irgendwann größer, irgendwann erwachsen und irgendwann ziehen sie aus. Ja, okay, so schlimm ist es noch nicht. Aber der erste Geburtstag steht vor der Tür und natürlich haben mich viele Verwandte gefragt, was sie denn schenken können. Und ich habe jetzt ja quasi meine 5 Geschenkideen, die ihr einem einjährigen Kind schenken könnt. Und wenn dich das Video interessiert, kannst du gerne dranbleiben und dann ganz viel Spaß. Arian schläft gerade und ich hoffe, er schläft auch heute mal ein bisschen länger als sonst. Normalerweise um die Mittagszeit nur eine Stunde. Ich hoffe aber irgendwie auf 1,5 Stunden. Denn die Stunde ist gleich um und ich möchte unbedingt dieses Video zu Ende drehen. Deswegen fange ich direkt an. Bevor ich aber loslege mit meinem ersten Geschenktipp, wollte ich noch kurz erwähnen, dass natürlich alle Produkte in der Infobox verlinkt sind. Diese Links sind Affiliate-Links. Durch Affiliate-Links bezahlst du nicht automatisch mehr, sondern ich bekomme einfach nur eine kleine Provision dadurch, wenn du über meinen Link bestellst, quasi weil ich diese Werbung dafür mache. Und gerade für Content-Creator ist das wirklich eine gute Sache, weil wir ja unser ganzes Leben mit der Öffentlichkeit, also ich jetzt nicht gerade mit so vielen Leuten, aber trotzdem teile ich ja meine Lieblingsprodukte bzw. Produkte, die uns sehr geholfen haben, immer mit meiner Community. Und Affiliate-Links sind einfach dazu da, dass quasi die Creator ein bisschen unterstützt werden. Und ja, wie schon gesagt, durch die Affiliate-Links musst du nichts zahlen und ich bekomme einfach nur, wenn du über diesen Link etwas kaufst, zum Beispiel bei Amazon, eine kleine Provision. Und das würde mich natürlich auch, wie gesagt, sehr unterstützen. Jetzt kommen wir aber zu den Produkten. Arian bekommt zum ersten Geburtstag nur Sachen, die er wirklich gebrauchen kann. Jetzt kein großes Spielzeug oder sonstiges, weil davon haben wir echt genug, sondern nur Sachen, die halt wirklich ja, einen Mehrwert haben, dass sie zum Beispiel die Motorik gut entwickeln oder die Feinmotorik oder generell die kognitive Fähigkeiten. Wirst du aber auch gleich sehen, was ich meine. Und zwar ist halt auch wichtig, dass er nicht so bombardiert wird mit sinnlosem Spielzeug. Ich meine, klar, das könnte ich ihm auch vorenthalten und gebe es ihm so nach und nach. Da wir ja genug Spielzeug haben, habe ich der Familie gesagt, fragt mich bitte vorher. Ich zeige euch oder ich sage euch, was wir noch brauchen können. Und das hat auch echt super geklappt. Das erste Produkt, was wir für Arian gekauft haben, das bekommt er jetzt quasi von seinen Eltern, also von uns, ist dieses Bällebad hier. Das habe ich über Amazon gekauft. Ich habe es noch nicht ausgepackt, deswegen kann ich es euch jetzt nicht ausgepackt zeigen. Das soll ja eine Überraschung sein zu seinem ersten Geburtstag. Aber es wirkt auf jeden Fall sehr hochwertig und hat auch ja, gute Bewertungen. Also muss man schon sagen, ich wollte halt was Schönes. Also ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Klar, man kann so einen Swimmingpool aufbauen, kann sich ein paar Bälle kaufen und kann die da reinbauen. Aber ich wollte halt irgendwas Schönes. Und jeder hat halt so seine Prioritäten, was man dem Kind schenkt. Und deswegen habe ich gesagt, er kriegt auf jeden Fall so ein schönes Bällebad. Er liebt es, mit Bällen zu spielen. Auch in Krabbelgruppen hat er es immer geliebt, mit diesem Bällebad zu spielen. Und das hat mir halt einfach so nochmal ja, das Go gegeben, dass ich unbedingt so ein Bällebad für ihn kaufen muss. Als zweite Geschenkidee kann ich euch nur Bücher nennen. Bücher ab 1 Jahr oder ab 1,5 Jahren sind, glaube ich, bei jedem Eltern sehr willkommen. Es gibt da so Gucklochbücher oder auch Bücher, die Musik abspielen. Und sowas bekommt natürlich Arian auch zum ersten Geburtstag, da wir noch gar nicht so viele Bücher haben, aber das Interesse stetig steigt. Von seinen Urgroßeltern bekommt Arian noch eine Toni-Box und einen Toni, der ist da immer dabei, so ein Kreativ-Toni, den ich dann bespielen kann, wie ich möchte. Eine Toni-Box in dem Alter ist nicht gerade häufig, beziehungsweise es gibt schon genug Eltern, die schon eine haben, aber sie sind halt noch nicht so nützlich wie dann später. Wir haben aber gesagt, er kriegt einfach eine zum ersten Geburtstag, dann kann ich ihm Musik vorspielen und er kann selber schon mal austesten. Die haben ja wirklich die Kinder noch in so vielen Jahren. Also ich sehe es bei meiner Schwester, die ist jetzt 8 und, nee, sie ist jetzt 7 und sie hat auch noch eine Toni-Box und die hat die auch schon seit Kleinkind. Und jetzt hat sie halt eine riesige Toni-Auswahl mit Hörspielen und das finde ich halt super schön. Ich glaube einfach, diesen Standard-CD-Player gibt es einfach nicht mehr in unserer Generation und deswegen ist die Toni-Box auf jeden Fall richtig, richtig schön. Als vierte Geschenkidee kann ich euch so kleine Bauklötze empfehlen, aus Holz vor allem, weil es halt, ja, ist nachhaltig und sieht schön aus. Ja, er kriegt welche von Little Dutch und er liebt es, Türme zu zerstören. Also wenn ich mit Türmen oder mit Bausteinen baue, dann zerstört er das halt liebend gern. Und irgendwann wird er auch mit mir Türme bauen und wir können sie dann gemeinsam zerstören. Dann haben wir beide Freude dran
Und ja, Bauklötze sind, glaube ich, immer eine gute Idee. Und meine fünfte Geschenkidee sind generell Holzspielsachen bzw. Montessori-Spielzeuge. Ich kann euch da auch mal hier zwei Bilder einblenden. Es gibt so richtig süße Steckspiele, wo man so Möhren hier reinstecken muss. Das ist halt auch super für die kognitive Entwicklung und halt auch für die Feinmotorik. Und deswegen bekommt er auch sowas von uns geschenkt. Und dann kriegt er noch ein Holzspielzeug, wo man, das ist so groß und dann muss man so Bälle, so Holzkugeln aus Holz, muss man da reinklopfen. Das kriegt er dann bestimmt in ein paar Monaten hin. Und an der Seite kann man so Sternen und Dreieck an die Seite so reinschieben, reinwerfen. Quasi, dass halt Stern auf Stern passt, Dreieck auf Dreieck passt. Und das sind halt auch Sachen, die ihn wirklich kognitiv auch fördern. Das war's auch schon mit meinen 5 Geschenkideen. Es gibt auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Geburtstagsvlog, wenn Arian Geburtstag hat. Ich glaube, ich werde sehr viel weinen. Ist einfach so. Jetzt wirklich mal Real Talk. Es geht mir alles viel zu schnell und trotzdem, es wird ein sehr besonderer Tag sein, aber ich glaube, ich werde mich auch sehr geehrt fühlen, dass ich einfach schon ein Jahr lang mein Baby großziehe. Natürlich mit meinen Eltern und mit Manuel zusammen. Wir sind ja eine Familie und dass er halt einfach schon ein Jahr auf dieser Welt ist, das ist einfach unvorstellbar. Vor einem Jahr war ich einfach so hochschwanger. Es war krass. Es ist einfach so krass, wie die Zeit rennt. Und ich habe schon gedacht, in der Schwangerschaft ist die Zeit schnell vergangen. Aber das ist jetzt hier nochmal Next Level und dann gehe ich ab Januar schon wieder arbeiten und er geht dann ab August schon wieder in den Kindergarten und dann ist er quasi schon wieder in der Schule und naja, gut, man kann es nicht ändern. Wir werden die Zeit oder wir genießen die Zeit natürlich in vollsten Zügen und genau, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt ein Like oder ein Abo oder auch beides da. Und vergiss nicht, wenn du irgendwas bestellen möchtest aus meiner Infobox, geh bitte über den Link, damit würdest du mich sehr unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!